Tadaima to Yasuko zu Harvest Moon, deine Tierparade. Wir haben sommerlichen Sommer und ja, und ein Wort, was ich sehr gerne verwende, wie mir gerade mal eben so auffällt. So, wir haben ein schickes Kostümchen an. Kriegen wir üblich von Olli was guten Morgenliches. Ein edles Essenspaket, ja klar, wir haben ja auch eine edle Krone. Ein Diadem, eine Tiara auf dem Kopf. So, Mirko bekommt bald ein Schwesterchen. Das dauert gar nicht mehr so lange, glaube ich. Wow, großartig, das gefällt mir total. Danke. Ja, deine Mama sorgt sich halt perfekt um dich. Reden. Guten Morgen, Tita. Der Zirkus wird morgen auf dem Kirchplatz stattfinden. So gegen 15 Uhr. Ja, 15 Uhr. Ich glaube eher 18 Uhr beginnt die Vorstellung. Das hatte ich ja schon so oft. Wie ich ja, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt habe, wenn man sich mit den Zirkustieren anfreundet, kann man wohl irgendwann auf denen auch irgendwie reiten. Habe ich gehört, noch nie gesehen, aber soll möglich sein. So, was sagt denn unser Feld? Unser Feld sagt, dass ich nicht alles vollgepflanzt habe. Ist logisch, ist ja auch schon gegen Ende des Sommers. Da lohnt sich das kaum noch, da groß was hinzupflanzen. Ich könnte zwar gucken, ich glaube bis 23. gab es immer noch reichlich Möglichkeiten, aber ja, ich meine, wir sind ja... Ach ja, stimmt. Hier ist unser Fail zu sehen. Das Gras ist gewachsen. War das im letzten oder vorletzten Part? Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich voll in den daneben gegriffen. Ich wollte eigentlich die Sonnenblumen aussäen. Und daraus wurde dann Gras. Was ich eigentlich vorhatte, bei den Bäumen hinten zu pflanzen, am Rand. Da war noch so ein schmaler Streifen, wo man da was hinpflanzen kann. Und ja, nur haben wir es hier so kreuz und querbeet mitten mangte Pflanzen, die wir ernten wollen. Da muss ich natürlich beim Säen aufpassen, dass ich die nicht aus Versehen mit mähe. Aus Versehen mit mähe. Mähe. Ja, nee, nur Spaß. So, hier haben wir noch ein bisschen... paar Maiskölbchen, Maiskolben. Schmecken ja sehr lecker, wenn man die so isst. Büschel was zum Ernten da, ist sehr gut. Ja, ich bin ja schon still. Mein Gott, Leute, ihr wisst so, wie ich bin. So. So, die ganzen Sonnenblumen hier, die werden wir dann auch noch diese Saison ernten. Oh, das fällt mir ein, ich wollte ja eigentlich nur zum... Scheiße, hoffentlich sind die noch nicht draußen. Oh, schnell. Ich glaube, ab 7 Uhr kommen die raus. Puff. Meine Güte, da hätte ich jetzt fast vergessen, den Auftrag zum Gießen zu geben. Ey, nee. Das wäre ein Ei geworden. Hoffentlich sind sie noch da. Ach, sind noch drin. Gut. So, ne Mann. Helfen. Bewässern. Farmlandstück. Mann, helfen, bewässern, Farmlandstück. Okay. Puh, da hätte ich mir beinahe jetzt noch Arbeit aufgehalten. Also, naja, ihr wisst ja, wie das ist. So, ach ja, Montag hatte ich meine erste Radiosendung bei Radio Firestyle. Ich habe es auf Facebook gepostet, habe es aber leider nicht mehr geschafft. Ansage bei YouTube, also ein Informationsvideo zu senden. Hatte ich
ich eigentlich ein paar Mal überlegt, aber ich war dann halt zu Hause wegen meinem kaputten Auto. Ihr wisst ja, es ist wieder ganz, es ist wieder ganz. Und oh mein Gott, es hat nur 12 Euro gekostet. So billig soll ich mal, sollt ihr mal ein Auto reparieren, ne? Ich weiß nicht, 6 oder 7 Euro für zwei Teile jeweils. Der Ölfilter muss noch gewechselt werden, aber der wird erst später, so ein bisschen zum Herbst hin, meint mein Bruder. Und halt dieser Öldruckmesser, der da kaputt gegangen ist, der sozusagen dafür gesorgt hat, dass mein Öl ausgelaufen ist. Und ich da mit fast leerem Ölding noch nach zum Bahnhof gefahren bin. Oh mein Gott, ich schwöre euch, ich habe so die Daumen gedrückt, dass mein Auto nichts abbekommen hat. Weil wenn das wäre ein Ei geworden. Ernsthaft. Wenn den Motorschaden, den hätte ich nicht packen. Also den hätte ich nicht gebracht. Also den... Na, ihr wisst schon. Da hätte ich kein Geld für. Und das, wo ich doch im Moment auch so knapp bei Kasse bin und gekündigt wurde und so weiter. Ja, ja. Jetzt am Wochenende ist ja der 15., ne? Und es ist immer noch keine Entscheidung getroffen. Könnt ihr das glauben? Ende diesen Monats ist mein Job zu Ende und ich weiß immer noch nicht, ob die das Objekt kriegen oder nicht. Obwohl Mitte Mai, also vor knapp einem Monat, sollte eigentlich entschieden werden, ob das Objekt wieder an uns geht oder eine neue Firma eingesetzt wird. Also es ist echt zum POTZN. Okay, ich habe das E-N vergessen. Egal. So, Clary kriegt mal hier wieder so eine rosa Muschel, weil ich gerade zufällig eine dabei habe. Sonnenblume wäre jetzt natürlich hier besser gewesen, aber die hebe ich mir dann für Linda auf. Weil wir wollen ja unbedingt gucken, dass wir noch die Freundschaft steigern zu Linda, damit sie und hier dieser Angler... Hieß der Tommy? Tobi? Nee. Tobi? Ich glaube, Tobi hieß der, oder? Ach Gott, ich hab's vergessen. Warte mal, ich hab doch so eine Liste. Spicki, spicki. Okay, wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn denn? Tobi! Jawoll, ich wusste es doch. Moment, ich wollte gerade nochmal gucken. Oh, Christian hat schon 3 Herzen. Wow. Wusste ich gar nicht, was Kaffee alles so ausmacht, ne? So, Ilka bei 7 Herzen, da ist ja Ende des Monats die Hochzeit. Darf ich nicht vergessen? Oh mein Gott! Ich bin ja so vergesslich, ey. Hier. Noch ein Herz und dann ist sie fällig. Und die andere war, glaube ich, weiter oben, ne? Ja, ich glaube, die war weiter oben. Wo ist sie? Da. Die braucht auch noch ein Herz. Und dann ist Stefan fällig mit seiner... Sache. So, okay, dann sammle ich hier noch den Pilz. Schenke ich jetzt noch den kleinen Zwergen was? Och, aber nee. Ja, nee, ja, nee. Heute bin ich etwas unentschlossen. Den Part muss ich auch wieder mit meiner Kackleitung hochladen. Ja, die nächsten 4 Wochen könnten schwierig werden, wieder mit Parts und so. Die werden dann wieder etwas kürzer ausfallen, denke ich. Damit ich die auch rechtzeitig hochgeladen bekomme. Ich muss sie erst aufnehmen und dann hochladen und dann einen Tag hochladen pro Part. Oh Mann, das wird wieder Stress pur. Und das bei dem heißen Wetter. Leute, schwitzt ihr auch so doll wie ich? So, da haben wir einen Beagle. Beagle, Beagle, Beagle. Halten. So, wieder absetzen. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe ab und zu immer wieder mal hier runter, weil ich glaube, wir hatten irgendwie diese Spatzbelohnung noch nicht bekommen. War das hier vielleicht? Nee. Ach, schade. Ich weiß das nicht mehr. Ihr wisst doch, wir hatten noch diese eine Quest, wo wir dem Spatzen geholfen haben. Und, ja. Schwarze Katze! Miau! Ja, die schwarze Katze finde ich eigentlich auch recht cool. Die Tiere kann man sich ja allgemein als Haustiere halten. Ich glaube, bis 3 Stück oder so. Aber ich habe ja jetzt schon eine Schlange und ich überlege halt wegen dem Pinguin. Aber wow, das ist so viel Arbeit. Jeden Tag dahin zur Tuckerninsel einen Fisch bringen und dann wieder nach Hause tuckern. Das ist ja irgendwie ein bisschen
Das lohnt sich nicht. Ja, mein Freund stört gerade die Fliege, die da auf dem Bildschirm sitzt, aber ich sehe sowas schon gar nicht mehr. Weil, ja, warum sehe ich sowas nicht mehr? Weil ich das schon gewöhnt bin. Ich bin schon von klein auf an mit Tieren aufgewachsen. So, okay, Stefan hat jetzt einen Tomatensaft gebracht. Jetzt muss ich noch Linda einen Brombeerstrudel oder Kuchen bringen. Nee, Strudel war das, glaube ich. Brombeerstrudel. Da fährt die total drauf ab, da macht die total, oh, Herzen, Herzen, Herzen. So, ist die Formel an? Nö, sind natürlich drin. Da, die da, die da. Und wehe, wenn du jetzt kein siebtes Herz dazu kriegst. Hier, Brombeerstrudel. Geh ab, Mädel. Guten Morgen. Yeah, liebe es, du bist so aufmerksam. Ja, ich hab's ja gesagt, die geht total ab auf Brombeerschule. Der Zirkus kommt morgen. Er wird mich am Nachmittag vor der Kirche stattfinden. Ich weiß, ich weiß. Kommt, lass uns doch mal gucken, ob wir hier noch ein paar Klamotten für unser Kind kriegen. Nein. Ach ja, das sind hier diese anderen Sachen. Warte mal, wie war das? Welche Taste muss man nochmal drücken? Minus? Ja. Tarnmusterhut. Weißes Cape. Cap. Nee. Tropisches Banner? Ist, glaube ich, grün, ne? Ja. Piratenbanner. Ja, nee, ist klar. Blau. Feuerbanner ist immer total cool. Roter Jagdhut? Nee. Nee. Cowboyhut? Hellblauer Strohhut? Wieso sind die so teuer? Roter Strohhut? Warte mal, hellblau? Okay. Es gibt blau und es gibt hellblau. Interessant, ne? Ich habe bloß blau gekriegt. Aber wir werden demnächst auch nochmal komplett alles kaufen, was es hier zu kaufen gibt. Allerdings erst etwas später. Weil man soll ja immer so zum Ende des Monats hin sparen und so. Und im nächsten Monat gibt es dann wieder viel zu kaufen. Davon abgesehen, dass wir auch noch ein Kind erwarten. Und ach ja. Mein Freund sollte mir ja nochmal sagen, wie ich das nochmal nennen sollte. Irgendwas mit... Ich habe es schon wieder vergessen. Kannst du die Nachricht nochmal raussuchen, Schatz? Wo ich sie geschrieben habe, wie es heißen soll. Ich habe es dir geschrieben, damit ich es mir merken kann. So, jetzt gucke ich erstmal. Ich habe doch verdammt nochmal Lilien gepflanzt. Habe ich jetzt... Ich habe sie doch nicht abgelegt, oder? Da sind sie doch, Mensch, ich bin da blind. Hier, Selina, für dich. Damit du bald auch mit Rolf ein glückliches Paar bilden wirst. Sehr schön. Nee, Kathi hat Pech, denn ihren Mann habe ich schon abgegriffen. Olli ist ja eigentlich ihr Partner. Oh, 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 ich brauche Kaffee. Kaffee für Christian und den Zauberer. Christian haben wir jetzt schon auf 3 Herzen, das ist nicht schlecht. So, und natürlich Maya. Maya müssen wir weiter pushen. Damit sie irgendwann mal sich traut, Marco zu fragen, willst du? Ja, ich will. So, Brombeerstrudel. Nehmen wir mal wieder 3. Davon nehmen wir mal 2. So. Apfeldrink hatte ich, glaube ich, auch noch welche dabei, oder? Hatte ich noch welche? Nee, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Doch, da ist der Apfeldrink. So, aus dem Weg, Maya. Du bist im Weg, Biene Maya. Hier, bitteschön, fight.
Wir sind halt die vom nächsten Liebe-Club. Himbeerstrudel. Bitteschön, Maya. Marius Zirkus wäre doch nur mehr Lebensmittelverkäufer dort. Das wäre lustiger. So, jetzt kommt der heiße Kaffee. Vorsicht, heiß und heißer. Ja, man soll ja bei heißen Tagen auch heißes trinken und so, damit die Körpertemperatur das dann als angenehm empfindet. Dann kommt einem die Hitze nicht mehr so heiß vor. Habe ich von dir eigentlich schon den Wunsch erfahren? Es wird morgen Zirkus geben, auf dem Platz vor der Kirche. Das weckt alte Erinnerungen. Was ich mir wünsche? Immer zu versuchen, die Rätsel und Geheimnisse dieser Welt zu verstehen. Und ein Freund, mit dem man toll reden kann und bei dem ich mich wohlfühle. Ja, die kann man ja auch heiraten. Sofern man sich immer den Kaffee leisten kann, den er trinkt. So. Der Zauberer. Eure Majestät, beglücke mich mit ihrer Anwesenheit und bringe dir einen Kaffee. So, das wäre auch gegessen, erledigt. Da fällt mir ein, Quest mit Maya, habe ich jetzt. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich werde mal ins Bürgermeisterbüro gehen. Ach nee, erst ab 9, glaube ich. Warte mal, wie viele Herzen hat... Haben die jetzt zufällig mehr Herzen? Nee, sie zumindest nicht. Also lohnt sich das, glaube ich, noch gar nicht, ins Bürgermeisterbüro zu gehen. Das ist ärgerlich. So, Samstag, Flötenfelder. Sonntag ist natürlich alles geschlossen. Da ist immer Ruhetag in Harmonika. Dann gehe ich mal zu den Flötenfeldern. Lina hat ja auch einen Warte mal, habe ich überhaupt noch Sonnenblumen dabei? Hoffentlich habe ich noch Sonnenblumen. Ah, voll der Fehlwerder, dass wenn ich keine Sonnenblumen hätte. So. Menü. Rucksack. Und ja, Sonnenblumen habe ich noch ausreichend dabei. Das reicht noch, um über einen Monat sie jeden Tag mit Sonnenblumen zu beglücken. Na, la, 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 la. Und ihr seid ihr schon... Naja, das sieht ja noch nicht sehr viel aus, was ihr da gemacht habt. Aber bei der Hitze verstehe ich das. Oh, wenn ich mir vorstelle, dass ich nachher gleich noch arbeiten darf bei der Hitze. Obwohl, ich muss sagen, heute hat es abgekühlt. Ist ja auch Unwetterwarnung bei uns in der Ecke. Nur eine Ortschaft weiter ist sogar schon Warnstufe Violett ausgerufen. Also was mit dicken Hagelkörnern und so. Sturmböen möglich oder Orkanböen? Ich weiß nicht. Ich kenne mich ja mit solchen Wetterschnickschnack nicht aus. Ich bin ja nicht beim Wetter, sondern von der Reinigung. Ja, eigentlich bin ich offiziell auch gar keine Reinigungskraft, sondern eigentlich bin ich gelernte Verkäuferin. Aber ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen zu schüchtern dafür. So Leute ansprechen und denen was andrehen, das kann ich irgendwie nicht. Wirklich. So. Da ist sie, die Farm. Und ich kann sie jetzt soweit nicht sehen. Sie ist Hühner- oder Viehstall? Ich tendiere zum Viehstall. Gucken wir doch gleich mal. Allzu viele Orte gibt es ja nicht, wo sie sich auffällt. Obwohl, ich habe es auch schon mal in der Mühle. Ah, da, auf der Seite, okay. La 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 la. Ah, ich habe heute erst die Schlümpfe 2 geguckt. Cooler Film. Einmal kurz nochmal schwatzen. Morgen kommt der Zirkus, Kirchplatz und so weiter. So.
dann gucken wir doch gleich nochmal nach den Herzen. Also bei ihr haben wir festgestellt, fehlt immer noch eins. Und Lina... Oh, wo haben wir sie denn? Ja, da fehlt auch noch ein Herz. Also wird es heute wieder nichts. Vielleicht morgen, wer weiß. Oh, Scheibenkleister, wir haben schon wieder übergezogen. Ja, liebe Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr guckt beim nächsten Mal auch wieder rein. Bis dahin sage ich Tschüssi, euer Tita Kenshi.